Aha, cool. Der klebt jetzt daran fest. Ich weiß nicht, wie ich die Münze krieg. Ist das Anime-Musik? Ah. 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 Jetzt verstehe ich, warum A. Animu. Gehen wir weiter. Gehen wir links. Das ist ein sehr verwirrendes Level. Ah. Okay, ich sag oft A. Merke ich gerade. Was mache ich hier überhaupt? Reh? Ach so, Moment. Oh, jetzt muss ich mich scheiße beeilen. Oh, die rollen so. Oh, die rollen sogar weg. Und das Fiese ist, ich darf hier nicht den Rennknopf drücken, weil dann hebe ich sie ja auf. Dann passiert dir das. Oh, wieso rollen sie denn weg? Sonst wäre es okay. Nochmal. Okay, scheiße, wir gehen in die Reh-Tür und probieren das mal richtig, okay? Ich muss ja erstmal verstehen, was ich überhaupt machen muss. So. Wieso ist der eine mir weggerollt? Gerutscht oder was auch immer. Bleibt einfach ganz still da stehen. Jetzt geht. Geht der aber in die andere Richtung. Okay. Gut, geschafft. So, echt schwer. Es gibt gar keinen Scrollen-Soundeffekt. Hey, ich hab's nicht geschafft. Was auch immer. Komm, lass mich einfach hier raus. Dann gibt's halt keine Yoshi-Coins für mich. Wow, das muss man erstmal schaffen. Okay. Ich bin nicht sofort gestorben. Boah, Mann. Das ist eins der schwierigeren Level, das kann ich euch sagen. Aber das war ja klar, wenn ihr Animu-Toho-Musik läuft, dass man dann den macht. Okay, jetzt fehlt mir der blaue Block. Hat das eine Relevanz? Also wenn ich jetzt den blauen Switch Palace machen würde, ich nehme an, es wird die alle vier auch geben, würde dann an dieser Stelle irgendwas passieren. Reh? Wieso Reh? Warte mal, was kann ich denn hier verkacken? Tja, daran hat keiner gedacht. Daran hat keiner gedacht, dass ich das hier machen kann, einfach. Ja. Okay. Danke für eure Aufmerksamkeit. So, den ersten drücke ich mal nicht. Ne, ich will hoch hinaus, okay? Ich glaube, ich muss eine bestimmte On-Off-Kombination drücken und nicht einfach nur alle drücken. Nicht Reh. Reh heißt immer, du hast es falsch gemacht. Warum Reh? Also, brauche ich einen Schlüssel oder sowas? Ich habe hier nichts bekommen. Okay, von mir aus, ich drücke jetzt einfach doch. Shell oder so. Aber das bringt mich auf den gleichen... Ne, bringt mich das auf den gleichen Pfad zurück? Vielleicht ist das ja ganz gut, was hier passiert. Oder auch nicht. Ich muss rewinden, liebe Freunde. Es geht um Zeit. Sonst haben wir wieder Zeitprobleme hier. So. Voll doof. Ich verstehe es nicht. Okay, wir drücken einmal und danach gar nicht mehr. Aber irgendwie verstehe ich das ja wieder mal nicht. Haha, das war der Weg. Scheinbar. Okay, so falsch scheint das ja wirklich nicht zu sein, weil ich bin ja schon mal hier irgendwo. So, ich weiß nicht, wie ich hier durch soll. Okay, ah, ich musste erst diesen Schlüssel nehmen. Na, muss man ja auch erstmal drauf kommen. So. Und damit muss ich jetzt den oberen Weg lang gehen. Moment. Erstmal wieder
unten drücken. So, und hier ist keine On-Off-Switch drücken. Und jetzt kannst du nochmal den Weg, den wir beim ersten Mal ganz nett machen. Und dann ist alles gut. Egal, ich habe keine Yoshi-Coins, also können es auch genauso gut sein lassen. Dieser Mr. Chuck steht mir massig im Weg und sorgt dafür, dass hier alles blöd läuft. So, ich renne jetzt einfach. Ach, ich hätte Spin-Jump müssen hier. So, ich muss vor dem abhauen, okay? Und zusätzlich ist noch dieser böse Fisch hier. Okay, der ist schon mal weg. So, deswegen muss ich auch innerhalb des Levels so viel Rewind. Mal guckt euch mal meine Zeit an. So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich meine, das würde noch dicke reichen, um das Level zu schaffen, bin ich mir sicher. Aber werde ich jetzt noch mehr hier Zeit verschwenden und ganz oft diese Re-Röhren benutzt? So richtig, okay, ich probiere es nochmal. Die Zeit wird damit nicht resettet. Und dann steht man irgendwann hier kurz zum Ende und dann so richtig, haha. Ganz ehrlich, ich fand der untere Weg war sogar der leichtere. Ach, scheiße, ich habe meine Gelegenheit hier verpasst. Komm zurück. Seit wann Spin Jump man überhaupt auf Bob Arms? Okay, gewonnen. Ende. Auch wenn da noch Chucks stehen und Mario sie eigentlich erst besiegen müsste, aber hier haben wir einen Stillstand vom Bild und das Spiel sagt, hier ist vorbei. Okay. Machen wir noch mehr. Bramble Climb. Von Mario Fan 22. Wisst ihr, was ich traurig finde? Kennt ihr noch Mario Fan 888? Viele von euch kennen ihn, der ist eine Legende. Er ist der Typ, der den 5D-Player erfunden hat. Er ist der Typ, der 1-2 Haferbrei geschrieben hat. Und ich bin Dr. Mario. Wo ist Kazooie? Diese ganzen Lieder, diese Let's Plays gemacht hat. Ihr wisst schon, Mario Fan 888. Aber irgendwann wurde sein Kanal gehackt. Ist nicht mal lange her, das ist höchstens ein paar Monate her, wenn nicht sogar noch weniger. Von irgendeinem russischen Kanal oder sowas. Use the Net Doors. Achso. Und diese ganzen Videos sind jetzt weg. Ein paar davon hat er auch auf seinem anderen Kanal. Ein paar davon wurden von anderen Leuten reuploadet. Aber es gibt so gute Sachen und die sind alle weg. Er hat echt viel gute Videos gemacht. Also, unbeabsichtigt gute Videos. Wisst ihr, was ich meine? Sowas halt. Aber wenn ich jetzt so dran denke, coole Ideen für Medien, 5D-Player und ist jetzt weg. Oder Willkommen in Dino-Land. Oder Let's Play Super Mario Bros. 2, was einfach 20 Parts lang ging und er es nicht gepackt hat. Das ist jetzt alles weg. Das finde ich schon sehr schade. Oder, oh, sein Abo-Special, wo er sein Zimmer gezeigt hat in Fotos. Das war so cool. Das ist mein Fernsehen. Entschuldigung, ich will mich nicht über den lustig machen, okay? Es ist offensichtlich, dass er irgendeine, weiß nicht, Störung, Behinderung oder sowas hat. Und darüber soll man sich nicht lustig machen, aber es ist trotzdem witzig, teilweise. Und hier ist mein PC. Zeigt ein Bild von seinem PC. Und dann, und hier ist nochmal mein PC. Zeigt ein Bild von genau dem gleichen PC, aber die Kamera minimal weiter nach rechts gedreht oder sowas. So. Und dann kommt so eine Aufblende. Oh, scheiße. Und dann steht einfach so richtig in Windows Movie Maker, das Rest wird gesagt. Wo ich denke, Mann, in so ein 1 Minuten 30 Video hat er echt viele lustige Sachen reingebaut. So, und diese Lieder halt. Warte mal, was hat er noch für Lieder gemacht? Dr. Mario, 1-2 Haferbrei. Auf Deutsch und auf Englisch. Das Ding ist sogar im Ausland ein Meme geworden. So, was soll ich denn überhaupt hier machen? Ich muss... Also im englischsprachigen Raum ist 1-2 Oatmeal ein Riesen-Meme. So, er hat es echt geschafft. Ich hätte hier runtergemusst, oder? Ja, wie gesagt, das meiste von diesen ganzen Videos ist jetzt einfach für immer verschwunden.
weil dieser Kanal einfach gehackt worden ist. Das finde ich so traurig und ich denke mir mal, oh scheiße, Mann. Wieso hat man sich nicht vorher einfach alle Videos mal selber runtergeladen? Aber ich meine, wer macht schon sowas? Übrigens, Donkey Kong Country Musik. Mal ganz nebenbei. Und zwar dieses eine Lied, auf das alle abfahren. Warte mal, ich bin auf dich drauf. Du kannst ja nicht einfach die Regeln ändern. Das ist nicht okay. These rope-like platforms are conveyor belts. Don't fall off. Das heißt, ich kann von unten rauf. Aua. Okay, ich denke mal, ein Level, was viel Klettern und Stacheln hat, muss diese Musik haben. Ist einfach so eine Regel. Boah, aber die Stacheln, die kriegen mich auch jedes Mal dran. Sollte ich hier runter? Ich glaube, ich muss es sogar. Naja, Shadow Mario Fan 888. Der coole Typ. Ich habe die Geschichte ja schon mehrmals erzählt bestimmt, aber ich war überwältigt, als ich irgendwann rausgefunden habe, dass er mich kannte und wir mal über Skype sogar geschrieben haben. Damals, als man noch Skype benutzt hat. Weil noch lange bevor ich die Let's Plays gemacht habe, da war ich vielleicht selber 14 oder 15, da gab es so ein Mario-Wiki-Forum, sowas. Und da gab es halt so eine Chat-Page und dann konnte man irgendwie aktiv an Chats teilnehmen. Und ich war auch da drin. Mit meinem, ich glaube, mit meinem alten Username SSBB Rocker. Mit zwei Bs. Und Mario Fan war irgendwie auch schon da am Start. Und ich habe halt nie gecheckt, dass er der aus diesem Forum ist. Und immer hat er mir gesagt: Ja, ich kenne dich, du bist doch in diesem Forum gewesen. Ich dachte so: oh, was? Was? Wir kennen uns? Aus dem Forum? Ja, Mann. Und ich war so: Wow, Mario Fan, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass dieser coole Videomacher-Typ. Der Typ ist, mit dem ich, also unter anderem mit ihm und mehreren Leuten in einem Forum irgendwie mal geschrieben habe. Und ich dachte, wow, er hat mich erkannt. Mega witzig auf jeden Fall, wie klein die Internetwelt manchmal sein kann. Twakes, Altair, 88. Das sind alle Infos, die man braucht zu diesem Level. Okay, coole Musik. Ist das ein normaler Pilz? Ja, dankeschön. One-Up-Pilze wollen wir hier nicht. Alle meine Homies hassen One-Up-Pilze. Oh, Mist. Okay, ich merke schon, in diesem Level steckt viel Liebe fürs Detail. Das ist schön. Ist jetzt überhaupt nicht so was typisch aber Mario World-mäßiges. Aber welches von diesen Leveln ist das schon? Ich habe den Stachel zu spät gesehen. Ich bin da voll reingerannt. Warte mal, das... Okay, den habe ich jetzt wirklich übersehen, den Stachel. Ich dachte, da ist nichts. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Mit dem Delfin nur, oder? Ja, dann komm. Delfin und ich reiten. Okay, ich habe das Level gelobt, aber jetzt hasse ich das Level. Nein, das war nur ein Spaß. Komm. Das ist schon anspruchsvoll, mal wieder. Oh, ich dachte, ich würde es echt schaffen, auszuweichen. Hallo, geh drauf. Dankeschön. Was soll denn das? Auch hier weiß ich gar nicht, ob reingehen oder... Aha. Ist es Musik aus irgendwelchen Spielen oder sowas? Wird ja wohl sein. Ich erkenne die halt nie... Boah, ach du Scheiße. Okay. Ich erkenne diese Mucke halt nie. Oh, ich hab's auch geschafft und dann habe ich es mir selber kaputt... Okay, irgendwie hasse ich das hier gerade die Stelle. Okay, Moment. Jetzt aber in richtig, bitte. So. Okay, ab hier kann ich nicht mehr runterfallen. Das ist gut. Wird doch bestimmt richtig sein, oder? Der Pfeil hat dahin gezeigt. Ah, das ist der Drei-Ab-Mond. Okay, kann ich einfach ab hier wieder gehen und da weitermachen? Dann habe ich halt
cooles Achievement, 3 Abmond gesammelt. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ah, ist das schade. Das ist schade. Oder ich kann hier rein vielleicht und komm hier woanders hin. Okay. Moment. Warte mal. Was will denn das Spiel hier bitte von mir? Das ist ja ein Monstersprung, den ich hier machen muss. Ein Augenblick mal. Okay, wir müssen den Raum, glaube ich, von vorne starten. Ich muss hier mit dem größten Anschwung und Anlauf hier rauf. Sonst klappt das nicht. Okay. Ja, ich bin 4 Frames zu spät gesprungen. Deswegen war das nichts. Okay. So. Rein oder... Ich sehe den Checkpoint. So, oder? Ich meine, Checkpoint hin oder her, ihr wisst ja, wie es mit Safe-Sets ist, aber... Hallo, Mr. Delfin. Warum ist er da? Ist er tot? Nein, er bewegt er sich? Ich weiß es nicht, Mann. Naja, aber ihr wisst, wie es mit Checkpoints ist, aber man ist wenigstens einmal gratis groß geworden. Also, One-Ups interessieren mich jetzt hier nicht so. Okay, aber hier geht's ja auch weiter. Interessante Plattform-Dings hier. Also, haben die es nur ungesprited? Oder der? Ah, Mist. Boah, ich stelle mich auch nicht so geschickt hier an. Achso, das ist für ein Leben. Haha, habe ich mich verarschen lassen. Ich dachte, die Plattform würde mich hier retten. Tut sie aber nicht. So. Das Level sieht sehr cool aus, aber man stirbt hier wirklich an jeder Kleinigkeit. Da muss man voll aufpassen. Wow. Okay, vielleicht ist das trotzdem okay. Dann kann ich mich hier draufstellen. Und mir ist auch nie so ganz klar, wo ich eigentlich lang muss. Jetzt ist mir klar, wo ich lang muss. Mein Block ist weg. Fahr mich weiter. Okay. Wir können auch hier wieder runterspringen, aber ich sehe keinen Grund dazu. Also rein in die Röhre und schnell weg von diesem Ort. Moment. So viele Federn. Okay, das ist jetzt das große Ende. Ganz vielen One-Ups, ganz vielen Federn. Alles, was wir uns erhofft haben. Und Flüge an Delfinen. Gibt es irgend so ein Fabelwesen? Gibt es gar nicht, oder? Ein geflügeltes Delfin oder so? Ich meine, sowas gibt es mit Pferden, aber nicht mit einem Delfin. Okay, jetzt gehen wir in die Dark Forest Grütze hier.